Hi, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute geht es wieder weiter in meinem Baumhaus. Ich habe wieder Kräfte. Mein Daumen ist auch wieder ziemlich heile. Ein bisschen sieht man es noch, aber das macht nichts. Ja, jetzt will ich erstmal nochmal die oberste Lage nochmal runternehmen, nochmal was ausbessern und dann werden die Seiten gemacht. Und dann werde ich den Tag heute genießen hier. Ich werde die Seiten wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Soweit wie ich komme, komme ich. Und dann, wie gesagt, Ziel ist eigentlich, die Nacht wieder draußen zu verbringen. Weil es ist so ein geiles Wetter. Heute Nacht wird zwar kalt, aber scheißegal. Das macht nichts. Ich habe alles mit. Das wird schön warm werden. Und wenn ihr wissen wollt, was alles heute passiert, dann wie immer dranbleiben. Teil habe ich schon hier drauf und jetzt sieht man das hier, was ich hier umgebastelt habe. Ich habe praktisch den Balken von der Seite zu der Seite, Entschuldigung, so dass ich jetzt hier an diesem Baum dichter dran bin und kann ihn so ein bisschen mehr mit einbeziehen. Ja, ein paar Sternchen sind noch, das ist oben drauf und jetzt geht's los mit den Wänden. Hauptsack. Heute bin ich mit dem Moped hier, aber ich bleibe trotzdem die Nacht. Boah, die Aussicht ist echt Hammer. Jetzt muss ich mich nachher erstmal oben hinsetzen, wenn ich das alles drauf habe und einfach das genießen. Ha! Das ist meine Aussicht. Gerade, boah, ist das geil. Die Natur, die sie einfach wieder erwacht. Langsam wird wieder alles grün. Vögel fangen an zu zwitschern. Herrlich. Oh, meine Linse ist ein bisschen verschmutzt. Schon besser. Jetzt gibt es erstmal Hopfenbräu. Bisschen. Ich habe alles wieder oben drauf. Ja, hat mir jetzt gekostet eine Stunde. Oh, ein bisschen habe ich noch. Ich mache erstmal die linke Seite. Das ist das kurze Ende. Fange ich jetzt an. Ich hoffe, dass das was wird. Das wird schon cool aussehen. Ich will sie ja stehend machen, weil beim anderen, das hat man so weit gesehen, wenn man Holz liegend im Wald auf einer bestimmten Höhe, das sieht man von sonst wo schon. Und wenn es steht, sieht es aus wie ein Baum. Ein stehender Baum halt, ne? Gucken wir mal, wie das Endergebnis nachher aussieht. Ich habe auch heute ein großes Tarp mit und ein kleines. Ich weiß noch nicht, ob ich das große aufbaue. Das passt hier dreimal rüber. Und dann heute ohne Hängematte, heute mit Isomatte. Liegend. Naja, wird schon. Runterfallen werde ich nicht. Ach, geil. Eieieiei. Ja, das Coronavirus hält uns in Atem. Obwohl man ja sagen muss, dass die Maßnahmen sehr gut gegriffen haben und die Verbreitung doch schon sehr stark dezimiert haben. Wenn sie es nicht gemacht hätten, würde das Milch bei uns ganz anders aussehen. Die Frage ist nur, wie lange wir so mitmachen können. Ich darf noch arbeiten, also noch Geld. Aber was ist mit den ganzen anderen, die es nicht können? Kriegen die jetzt alle Hartz IV? Rein theoretisch wäre das ja die Lösung. Denn vom Staat beschlossen,
vom Staat bezahlt. Zu spät haben sie ja auch reagiert. Hätten sie damals gleich die Grenzen dicht gemacht. Wo das in Italien anfing und alles Reisende 3 Wochen zurück und 3 Wochen im Voraus Quarantäne zu Hause, hätte man das bedeutend besser eindämmen können. Nordrhein-Westfalen und so, Bayern, das hätte so nicht sein müssen. Man hätte dann intern, also nicht intern, man hätte ja in, bei uns in Deutschland hätte man ja noch weiter verkaufen können, Klamotten, Friseure etc. Die hätten auch aufhaben können. Ja, verkackt, würde ich sagen. Ich habe gleich gesagt, das wird so nix. Aber auf mich hört ja keiner. Ich habe heute wieder meine Bratpfanne mit. Das gibt also wieder lecker Bratkartoffeln. Ich habe mich leider keine Dose mehr gekriegt. Ja, also Bratkartoffeln. Die habe ich noch gekriegt. Bratkartoffeln aus der Tüte. Irgendwie scheinen die wohl alle zur Zeit Survival zu machen. Survival zu Hause. Homeoffice. Ja. Jetzt sitze ich hier und quatsche mit meiner Kamera, dass jemand sieht. Ulala. Ulala. Na, wer weiß, von welchem Film das ist. Genau, Zurück in die Zukunft, Teil 2. Ulala. Nicht der Sportalmanach. So, jetzt werde ich erstmal die Natur weiter genießen. Bis dann erstmal. Nein, bis nachher, oder? Ja, so sieht das schon aus. Ich habe jetzt doch angefangen, erst vorne zu machen. Aus bestimmten Grund, das hängt nämlich mit der Seite nachher zusammen, weil ich dort bis rangehe. Und hier muss ich nachher offen lassen, ein Stück, weil ich von dort bis da hinten hin nachher auch noch die Wand ziehen will. Aber das schaffe ich heute definitiv nicht mehr. Aber jetzt immer mal das Prinzip. Der hintere ist praktisch fest dran und der vordere, den kann man so bewegen. Und das gleiche Prinzip habe ich unten auch und somit können die Hölzer nicht umkippen. Sie sind zwar locker, aber im Prinzip können sie ja nicht nach vorne kippen und zur Seite ja nachher auch nicht mehr. Und so stehen die fest, haben aber Spiel und können dann nur so nachschieben, wenn es mal getrocknet ist. Und von Weitem sind das halt stehende Hölzer, ganz anders aus wie liegendes Holz. Cool. Ja, und so sieht das Ganze dann von vorne aus. Cool. Ja. Also schneiden, sägen, sägen, sägen. Und das ist die Ausbeute von dem Haufen. Oh, da habe ich jetzt gebraucht eine halbe Stunde für. Und das wird bei weitem noch nicht reichen. Da mache ich jetzt das mit zu und dann habe ich ein bisschen für die Ecke schon. Oh, okay, weiter geht's. Tja, ich hab's fertig, die Seite. Oh Leute, ihr glaubt es nicht. Ich kann schon wieder nicht mehr. Muskelkater in der Hände. Junge, Junge, Junge. Aber es lohnt sich, es sieht einfach so viel besser aus. Meine Meinung. Das andere wäre viel schneller gegangen. Aber so, ich finde es toll. Ja, wie man sieht, ich bin ein bisschen in Schwitzen gekommen. Aber ich habe die Seite jetzt auch schon so weit dran. Ich mache jetzt die letzten Streben für heute ran und dann ist für heute Feierabend. Ich habe keine Lust mehr. Oh, Wahnsinn. Die Langgurken haben es jetzt auch ganz schön in sich gehabt. Das sind die letzten für heute. Ja. Jetzt werde ich noch mein Lager hier oben aufbauen. Tarp spannen, weiß ich noch nicht. Gibt es Regen, gibt es keinen Regen? Ich muss mal gucken.
Aber wenn, dann mache ich das kleine Tab und dann flach plus. Das sollte reichen. Kann ich es rechts und links rüberhängen, unten festziehen und dann passt das schon. Geil. Das wird eine traumhafte Nacht. Mal gucken, ob ich die Wildschweine wieder höre über Nacht. Die dann hier unten wieder grunzend umherlaufen. Ja. Geschafft. Endlich aufgebaut. Da werde ich heute Nacht drin schlafen. Sieht schon mal sehr gemütlich aus. Ich habe die Thermarest, diese Matte, Regenponcho, das Tarp oben drüber und das muss reichen. Und heute Nacht sieht man den Mond. Nein, leider nicht. Später bestimmt. Das wird bestimmt frisch, wird nicht jetzt schon kalt. Und darum werde ich mir jetzt Feuer machen und meine Bratkartoffeln. Bratkartoffeln gibt es jetzt. Ich habe auch schon Hunger. Ganz großen Hunger habe ich jetzt. Nach dem ganzen Arbeiten. Junge, Junge, es sieht doch schon aus hier. Schlachtfeld. Boah, Wahnsinn. Aber eh alles trockenes Holz. Von der Warte her. Ob es jetzt dort vergammelt oder hier vergammelt, spielt, glaube ich, keine große Rolle. Bratkartoffeln vom Feuer, einfach Hammer. Ist nicht zu vergleichen mit dem Herd, schmeckt einfach anders. Wie man da sieht, der Rauch zieht da drüber, das kriegt also auch Rauch. Einfach lecker. Mit Speck und Zwiebeln. Ja, ich würde sagen, die Bratkartoffeln sind gut. Guten Appetit. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie herrlich das gerade ist. Am Lagerfeuer, schöne leckere Bratkartoffeln, die Natur zu genießen, mitten im Wald. Den Mond zuzugucken, wie er langsam vorbeizieht. Das ist schon ein geiler Flair. Kann ich nur jedem empfehlen. Aber jetzt werde ich erstmal aufessen und dann schauen wir mal. Vielleicht melde ich mich nochmal. Mal schauen. Ich werde auch wahrscheinlich gleich nachher ins Bett gehen. Also falls ihr mich nicht mehr, dann sehen wir uns morgen früh. Und ich hoffe, ich schlafe schön. Bis dann erstmal. Hi.
Guten Morgen. Ihr seid ja immer noch da. Oh, das ist eine traumhafte Nacht. Arschkalt, aber traumhaft. Es dürfte wieder gefroren haben. Hört ihr die Vögel? Geht schon eine ganze Weile so. Und eine Eule ist hier auch irgendwo. Die scheint mich zu umkreisen. Und Rehe sind auch schnell zu hören. Scheint mich gewittert zu haben. Schön. Weißt du, was das Geilste ist? Die Sonne scheint. Schade eigentlich. Naja. Aber ich habe Muskelkater. Also ich werde heute Morgen nicht mehr weitermachen. Ich werde irgendwann nachher einfach zusammenpacken. Ich soll ein bisschen Frühstück essen und dann zusammenpacken und dann ab nach Hause zu den Kiddies. Leicht morgendliche Nachtnase. Der Nachtnase. Ach, wie komme ich denn schon wieder auf so einen Scheiß? Ach ja. Kaffee kochen. Frühstück essen. Heute gibt's Jachtwurst. Das deutschen Lieblingsrolle ist nicht die Frühlingsrolle, die Toilettenpapierrolle. Oh, jetzt lass es mir gleich schmecken. Yeah. Ja, Leute, jetzt bin ich beim Zusammenpacken. Ich habe nochmal so richtig schön die Zeit genossen. Oh, es ist herrlich. Zwar ist der Wind ein bisschen nervig, aber scheiß drauf. Das kann man ertragen. Das ist echt. Hier sieht man, bin ich beim Zusammenpacken. Meinen ganzen Krempel. Von oben habe ich schon alles runtergeräumt. Und beim Wind, ja, das geht alles hin und her. Das ist richtig geil. Das schaukelt. Cool. Ja, ich habe jetzt alles zusammengepackt. Werde jetzt nach Hause fahren. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie mir. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.